Hallo Freunde, inzwischen ist es viel schwieriger, jemanden zu überraschen, als noch vor 100 Jahren. Wir haben uns an die vielen Informationen bereits gewöhnt und lassen sich nur schwer von etwas beeindrucken. Dieses Video wird jedoch eine Ausnahme sein. Darauf können wir sogar wetten. Schaut euch dieses Video bis zum Ende an und schreibt in die Kommentare, ob es uns gelungen ist, euch zu beeindrucken. Los geht's! Polizeimeisterschaft. Zukünftige Polizisten beschäftigen sich in der Regel mit Gymnastik, Leichtathletik und Wrestling. Darüber hinaus lernen sie, mit Waffen umzugehen oder auch Polizeimotorräder zu fahren. Wie zum Beispiel diese chinesischen Polizisten, die sogar an speziellen Motorradwettbewerben teilnehmen. Sieht wie eine Szene aus einem Hollywood-Actionfilm aus, nicht wahr? Dampfblase. Einige von euch werden jetzt sicherlich sagen, dass das alles nur Photoshop ist, aber glaubt uns, solche Blasen gibt es wirklich. Dabei sind sie gar nicht so schwer aufzublasen. Dazu braucht man nur etwas Seifenwasser und Luft. Die Luft sollte allerdings noch Rauch enthalten. Zum Beispiel aus einem speziellen Gerät oder auch E-Zigaretten, wenn die Blase mit der eigenen Lunge aufgeblasen wird. Miniboot. Kommen wir nun zu jedermanns Lieblingsrubrik, Physikexperimente zu Hause. Dieser Trend sorgte auf TikTok vor nicht allzu langer Zeit für viel Furore. Dazu braucht man ein Baumblatt und eine seltsame dunkle Flüssigkeit. Dann wirft man es ins Wasser und das Blatt verwandelt sich in ein echtes Jetboot. Wie ist das möglich? Dabei gibt es daran überhaupt nichts Übernatürliches. Um solch eine Wirkung zu erzielen, kann man auch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe nehmen. Am besten eignet sich dafür aber Tinte aus einem Kugelschreiber. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichten verteilen sich diese Stoffe schnell im Wasser, was eine hohe Oberflächenspannung erzeugt. Am Ende kommt es zu solch einem lustigen Effekt und einem ungewöhnlichen Muster. Vielseitiges Getränk. Dieser Nutzer des berühmten sozialen Netzwerks verdiente auf TikTok eine ganze Million, und zwar dank seinen Videos mit Schmuck. Dabei beschäftigt er sich nicht einmal mit dessen Herstellung. Seine Seite heißt Verbotener Gatorade. Dieses isotonische Getränk verwendet er, um wertvolle Halsketten, Ohrringe und Armbänder zu reinigen. Zumindest besagt es die Legende. Wir werden euch aber nicht in die Irre führen. Natürlich wird dabei kein Gatorade verwendet. Hierfür hat der Blogger eine besondere Lösung geschaffen. Die Farbe sieht dem berühmten Getränk aber sehr ähnlich aus. Geniales Marketing. Gefährliche Landschaft. Dieser Treibsand sieht auf den ersten Blick ganz normal aus, dabei ist es ziemlich riskant, sich darauf zu befinden. Das liegt daran, dass er keine feste Oberfläche hat und sich seine Viskosität bei geringster Einwirkung verändert. Warum passiert das? Um es so kurz wie möglich zu halten, ist dieser Sand ganz einfach mit heißen Dämpfen übersättigt. Aus diesem Grund kommt der Treibsand am häufigsten in Wüsten vor. Dabei wird man höchstwahrscheinlich nicht mit dem ganzen Körper im Treibsand versinken können. Man kann jedoch so fest darin stecken bleiben, dass man nicht ohne fremde Hilfe wieder herauskommt. Außergewöhnliches Mineral. Am Strand angekommen, werdet ihr das hier vielleicht nicht einmal merken. Dabei ist es furchtbar wertvoll und an der Oberfläche befindet sich nur die Spitze des Eisbergs. Dabei handelt es sich um einen Aragonit und so sieht er in seiner ganzen Pracht aus. Diese Mineralien befinden sich normalerweise am Meeresboden, wo kalkreiches Wasser auf warmes Oberflächenwasser trifft. Aragonite können auch verschiedene Organismen bilden, wie Korallen oder Algen. Zur Entstehung solch eines Exemplars werden in der Regel Jahrhunderte benötigt. Daher kann man sagen, dass der Mann in diesem Video eine ganze Geschichte in seinen Händen hält. Zeitraffer aus der Antarktis. Wir wissen ganz genau, dass unsere Zuschauer coole Zeitraffer lieben. Besonders wenn das Video an einem ungewöhnlichen Ort gedreht wurde, wie zum Beispiel eine zweimonatige Fahrt eines riesigen Eisbrechers in der Antarktis. Meistens brechen diese Schiffe das Eis für andere Transport- und Forschungsschiffe durch. Am effektivsten gelten dafür Atomeisbrecher. Sie haben einen Kernreaktor an Bord, was wiederum bedeutet, dass sie mehr als ein Jahr lang außerhalb des Hafens bleiben können. Süßes Meisterwerk. Diese Süßigkeit habt ihr sicherlich schon mehrmals gegessen. Aber wisst ihr auch, wie sie hergestellt wird? Normalerweise benötigt man zur Herstellung von Zuckerwatte eine spezielle Maschine mit einer rotierenden Trommel. Auf diesem Video ist zu sehen, wie Zuckerwatte von gewöhnlichen Menschen und von einem Profi hergestellt wird. Echte Magie. Die Kunst des Alltags. All diejenigen, die dachten, dass Straßenmarkierungen willkürlich gezeichnet werden, beweisen wir nun das Gegenteil. Dieser verantwortungsbewusste Mitarbeiter verwandelte eine eher langweilige Tätigkeit in ein echtes Kunstwerk, aber mit eigenen klaren Regeln und Gesetzen. Kein Wunder, dass er bereits mehr als 150.000 Abonnenten auf TikTok hat. Lasergravur. Und wieder irgendeine Art von Magie, die auf den ersten Blick völlig unfassbar aussieht. Aber auch dafür gibt es eine Erklärung. Die Bilder werden mit einem fokussierten Laserstrahl aufgetragen. Dabei wird zunächst die oberste Schicht abgetragen, was jedoch mit dem menschlichen Auge überhaupt nicht zu sehen ist. Das ist aber mehr als genug, um die Farbe und die Textur zu verändern. So entstehen Gravurmeisterwerke. Bautechnologien der Zukunft.
Neue Technologien dringen in alle Lebensbereiche ein und das Bauwesen ist keine Ausnahme. Hier ist einer der interessantesten Trends: die Erstellung von Fundamenten und anderen Konstruktionen mit einem 3D-Drucker. Das reduziert erheblich die Baukosten und beschleunigt auch noch den Bau. Darüber hinaus ist es auch noch umweltfreundlich. Daher ist es durchaus möglich, dass in 10 bis 20 Jahren alle neuen Häuser mit dieser Technologie gebaut werden. Zentrifugalkraft. Der Held dieses Videos war anscheinend so sehr von der Selbstisolation gelangweilt, dass er sich entschied, extreme Maßnahmen zu ergreifen. Uns ist ehrlich gesagt allein bei einem Anblick darauf schwindelig geworden. Oh, Sala! Da muss man unglaublich viel Mut und ein echtes Gleichgewichtsorgan haben. Und was hält ihr davon? Ninja-Servierung. Haben wir schon mal gesagt, dass man sich die Profis auf ihrem Gebiet ewig anschauen kann? Schaut euch nur an, wie zügig diese Frauen die Tische servieren. Wenn jemand von euch es herausgefunden hat, wie sie es geschafft haben, die Tischdecke so unter das sich drehende Tablett zu legen, dann schreibt es in die Kommentare. Rasengestaltung. Ich glaube, wir haben den Autor all dieser mysteriösen Geoglyphen endlich gefunden. Dabei ist das Rasenmähen mit unterschiedlicher Höhe eine tolle Möglichkeit, den eigenen Rasen zu beleben. Um das so gerade und schön zu machen, braucht man sicherlich jahrelanges Training. Fahrrad im Schredder. Dieses Video ruft beim Betrachter zwei offensichtlich gegensätzliche Emotionen hervor. Einerseits sieht die seltsame Szene mit der Zerstörung des Fahrrads aus irgendeinem Grund faszinierend aus. Darüber hinaus scheint man sogar Freude zu empfinden. Auf der anderen Seite würde man gerne schreiben, dass das Fahrrad noch jemand gebrauchen könnte. Schließlich könnte man ja auch ein Fahrrad in einem nicht so guten Zustand dafür nehmen. Bildhauer ohne Seele. Für Letztere haben wir jetzt schlechte Nachrichten. Inzwischen haben einige Roboter sogar gelernt, atemberaubende Marmorskulpturen herzustellen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass neuronale Netze bereits wissen, wie man Musik schreibt und Gemälde erstellt, scheint es wirklich beängstigend zu sein. Produktionsgeheimnis. Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass Sesam in der asiatischen Küche sehr wertvoll ist. Und die Samen werden zum Bestreuen von Reis und zur Herstellung von Tahini-Paste verwendet. Darüber hinaus wird zum Beispiel in China aus weißer Sesampaste eine traditionelle Süßigkeit hergestellt, Knusperstangen. Während der Produktion sieht dieses Material allerdings eher wie Rapunzels Haare als etwas Essbares aus. Küstenbewohner haben diese seltsame Kreatur sicherlich schon mehrmals gesehen. Bei Tageslicht sieht die sogenannte Seestachelbeere wie eine ungewöhnliche Qualle aus und sie ist in der Tat eng mit ihnen verwandt. In der Tiefe des dunklen Ozeans sorgen Seestachelbeeren allerdings für Partystimmung. Die halbdurchsichtige Kreatur beginnt dank ihrer ungewöhnlichen Muschel in allen Regenbogenfarben zu schillern. Das ist aber noch längst nicht die einzige Einzigartigkeit der Seestachelbeere. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es eines der ältesten Lebewesen der Welt ist und für ein wirbelloses Tier eine sehr komplexe Gehirnstruktur besitzt. Geht also mit dieser Kreatur vorsichtig um, wenn ihr sie am Strand sehen solltet. String Art. In gewisser Weise ist jede Kunst eine Meditation. Doch die Fadenkunst ist etwas ganz Besonderes. Man kann endlos zuschauen, wie ein Meister dieses Handwerk Seidenfäden perfekt in einem Kreis platziert und dabei wahre farbige Meisterwerke entstehen. Heute ist die Fadenkunst vor allem in asiatischen Ländern sehr beliebt. Damit lassen sich zum Beispiel einzigartige Mandalas herstellen. Ihren Ursprung hatte die Kunst allerdings vor über 300 Jahren in England. Möchtet ihr es auch ausprobieren?